So, wir haben die Sternenfrucht. Verstehst Sterne in fünf Richtungen. Außer nach rechts. Er ist jetzt ein 5-Sterne-LP, Schießt ja. schon nach rechts, nur nicht gerade. Nein, ja, blablabla. Ja gut. Warte mal, die schießt aber auch nach hinten. Genau das. Dann Die kann ich die Sternfrucht ja. ist unglaublich geil. Ich glaube, dann nehme ich die einfach für den Knallerbsel stattdessen. Also erstmal den Pilz, den. Also wir haben Springteufel-Zombie dabei, Buddler und normale Zombies. Okay, dann so, so. Wasserdinger, wo haben wir die denn? So. Da. Ich glaube, ich nehme mal so ein Wehblatt mit. Jetzt habe ich gar keine Nüsse. Obwohl, Nüsse habe ich immer. Mann, Los. oder keine Nüsse mehr, geil. So. Mann, ey, müsst ihr immer so einen Scheiß labern? Tut mir leid. Boah, jetzt ist echt die halbe Map schon voller. Alter. Voller Nüsse? Na, voller Nebel. Ja, aber viel mehr wird's auch nicht. Am Ende hast du nur noch eine Reihe, die du siehst, aber es ist okay. Ehrlich jetzt? Nein. Behindert, ey. Ray, ich bring das Slop dich rüber. Ich meine dich mit behindert. Ja, ich weiß, ich bring das doch was. Ich weiß, was? Was? Depp! Hör auf damit! So, schnell die meine Ressourcenphase abschließen, indem wir alle Pilze setzen, die wir können. Die heißt bei mir so. Ist oben 4, unten 4 und in der Mitte 4. Dafür brauchen wir aber jeweils Seerosenblätter. Funktioniert das perfekt. Oberschenkelmuskeln. Oberschenkelmuskeln. Wow. Eisbech. Oh, unten wird scharf geschossen. Angriffpilze. Obwohl, sowas gibt's ja. Der Viererspucker hat ja wirklich so eine Art Knarre im Maul. Oh Gott, ja. Puh, 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 puh. Der ist cool, der dreht sich so. Schnell. So, jetzt haben wir genug Pilze gebaut. Jetzt können wir uns direkt mal an die hier ranmachen. Können jetzt auch eigentlich alles voller Sternfrüchte vollballern, oder nicht? Ja, das geht auch. Die sind auch sehr stark, aber... Machen die mehr Schaden als die anderen? Ich weiß nicht, vom Gefühl her würde ich sagen, ja, aber eigentlich nicht. Und die schießen ja voller... Achso, die schießen nur, wenn da auch welche sind, wahrscheinlich. Genau, so ist es. Aber dann können sie jetzt auch aufs Wasser schießen, das ist ja immer... Das gefällt mir. Ja, ja, ja. Feuer! Feuer! Jetzt wachsen die alle. Wachset, meine Pilze. Wachset und gedeiht. Die Pilze sind ganz nett, aber... Ja. Halt auch so eine notfreie Situation. Na, die meinst du, welche Pilze ganz genau? Sonnenpilze. Ja, ich bin doch Sonnenblume. Oh, Sonnenblume for the win. Ich muss es mir bei ihm mal ansehen, wie schnell das geht. Da kann ich erst ein Urteil drüber fällen, weil so ein Moment. Kann man aber nicht mit Dings machen, ne? Nee, wie heißt das? Diesen Zunder. Zunder? Nein, nein, das geht nur mit den Spuckern. Oh, Mann, oh.
Anzünder? Ja, brennenden Baumstümpfe. Ach so, ja, das ist geil. Boah, die sind so genial. Wenn du dann einen Dreierspucker hörst, das ist so fett, ey. Da konnten wir ein Dings setzen, perfekt. So. Meine Pilze sind groß. Und wir haben gerade die Welle überstanden. Noch besser. Wir sehen zwar noch nicht wirklich viel, aber das ist mir ziemlich ruhig. Wine Train. So. Oh, Dynamite. Nee. Diamant. Sing Ayo. Oh, so ähnlich. Ja, wo ich nur gerade deine meinte. Ich meine, sing ruhig in dem letzten Play. Ja, natürlich. Ich quäle Marlons arme Abonnenten ja auch. Nee. Irgendwie kam noch kein Gräber. Sei da. Wahrscheinlich in der nächsten Phase. Ja, ein Zahn, die Sterne, die sind ja geil. Ja, ne? Die sehen so ein bisschen dämlich aus. Die sehen halt deppert aus. Hm. Aber die sind sehr cool und kosten kaum was und eine geile Notlösung. Gucken wir gleich mal an, wie viel Schaden die machen. Normal wissen, oder? Wenn nicht sogar noch weniger. Ich weiß nicht. Ich glaube normal. Also ich konnte damit wirklich Horden abhalten, war cool. Hier können wir keinen mehr setzen, da gucken wir. Oh, da ist ein Buddler. Oh, Sterne hauen hier voll rein, der Buddler hat gar nicht mal einen Pilz oder so aufessen können. Überall fliegen Sterne durch die Gegend. Das sieht verdammt lustig aus. Da ist ein Buddler. Ach, der ist anfangs, ist den schwindelig und dann alles klar. Genau. Also ganz ehrlich, wenn man nicht sieht, was man da so hat, ist das viel relaxter irgendwie. Oh, den Kürbis. Jo, vor allem, ich finde es immer so geil, so. Und du weißt, okay, der ist tot. Beschützt Pflanzen mit seiner Schale. Der ist nice. Nein, hat ihn am Ende nur statt der Nuss benutzt. Das ist aber besser, finde ich. Die Nuss ist überflüssig, wenn man die hat. Kostet aber mehr als doppelt so viel. Ja, toll, aber ich habe so dermaßen viele Blumen gehabt. Das war nie das Problem. Au. Immer noch keinen Magneten? Nee. Keine Doppelnuss, also so eine Riesennuss? Doch, kommen die da wohl nicht rüber, oder wie? Ich glaube nicht, oder? Bibor? Bitte was? Kommen die Pogo-Dinger über so eine Riesennuss drüber? Nein, die springen dagegen. Eigentlich springen sie dreimal dagegen, dann explodiert der Garten. Ja, natürlich. Okay, viermal. Okay, die werden wahrscheinlich in den nächsten... Och, jetzt habe ich nur noch vier Felder sichtbar. Na super. Heilige Scheiße. Ja, das ist irgendwie voll eklig. Schaffst du? Schaff ich auch. Nachdem es die großen Nüsse gab, habe ich die kleinen nicht mehr mitgenommen. Ich mag echt eben nur auf große Eier. Ja. Große Eier? Was? Ja, zu Ostern. Morgen ist Ostern, Leute. Hättest du nicht sagen sollen, frohe Ostern, Leute?
Im Nachhinein wahrscheinlich, weil es jetzt eh... Morgen ist ja nicht froh. Es ist ja noch nicht froh Ostern. Ja, aber wahrscheinlich ist es erst oben, wenn Ostern vorbei ist, oder nicht? Dann könnt ihr auch frohe Weihnachten wünschen. Ja, wir wünschen euch frohe Ostern, frohe Weihnachten. Genau, frohes neues Jahr. Herzlichen Glückwunsch an alle, die Geburtstag haben. Halt die Klappe. Das ist mein Satz gewesen. Herzlichen Glückwunsch zur Bewährung. Ja. Herzlichen Glückwunsch, die sind heute auf einer Bandlist gelandet. Auf einer Ignore-List, lol. Herzlichen Glückwunsch, die sind heute von Little Tatsun geflamed worden. Wow, das muss man erstmal hinkriegen. Nein, ist ein Arsch. Das ist ziemlich einfach eigentlich. Du musst nur irgendeine Frage stellen und sofort kriegst du Flame zurück. Genau. Das haben mir schon ein paar deine Abonnenten geschimpft. Ja, wenigstens gibst du eine normale Antwort, nicht so wie LTF. Das ist so geil, ey. Tja, die sollen sich dumme Fragen stellen. Das sagst ausgerechnet du. Ich finde, du bist ja wohl der Meister im blöden Fragen stellen. Ich will aber auch keine normale Antwort. Ja. Ich werde dich das nächste Mal, wenn ich dir keine normale Antwort gebe, dran erinnern. Also Mann, wo bist du jetzt gerade? Mission 4-8 und gleich sind wir schon auf dem Dach. Hab ich's heute komplett durchgezockt fast. Das geht ja auch schnell. Ich weiß noch, ich wollte es bei Vibor nur anzocken. Zwei Stunden später. Zwei weitere Stunden später durch. So, oh Mann, angezockt. La la la. Durchgezockt. Es macht aber auch so süchtig, sobald man damit anfängt. Hui. Wirklich geil. Minecraft for the win. Minecraft ist auch geil. Boah, da ist so ein Pogo-Pisser. Scheiße. Pogo-Pisser. Was ist das? Oh, der hat ihn überfahren. Überfahren? Ich muss sagen, du hast doch ja der Rasenmäher. So. Ah. Mann, ey, der jumpt da einfach rüber. What the fuck? Das ist das Problem bei dem. Ja, deswegen sind die Großen ja auch dabei. Ja, aber der war so schnell, ich hatte nicht mal eine Chance irgendwie zu reagieren. Alter. Dann freue mich sehr nur die letzten vier Dinger. Aber im Wasser können die nicht sein, oder? Nein. Gut. Im Wasser brauchst du später auch viel weniger Verteidigung als überall anders. Ja, Level 5. Entschuldigung. Oh, da ist ein Pogo. Ach, den habe ich aber abgeschossen gekriegt. Das ist ja cool. Oh, Magnet. Was ist gut, war? Entfernt Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Oh ja, mein Lieblingsitem. Das sehen wir dann aber im nächsten Part und ja. Das sehen wir jetzt sofort. Nein, ich nehme nur mal zwei Missionen auf. Sofort, okay. Tschüss.